Kein Tag gleich dem anderen. Kribbelige Momente gibt es immer, wenn Patienten, die verunfallt hierher kommen und in instabilen Zustand sind. Routiniert in Gelenk- und Knochenoperationen. Das gehört zur orthopädischen Standardoperation, Hüftendoprothetik und auch Knieendoprothetik und machen wir eigentlich jeden Tag. 40 bis 70 Patienten täglich in der Akutsprechstunde. Wir versuchen jeden zu behandeln, der hier akut mit Beschwerden in den Knochen und Gelenken oder mit irgendwelchen Bauchschmerzen kommt. Durch Mark und Bein mit den Ärzten, Schwestern und Therapeuten der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Asklepios Klinikum Uckermark. Knochen, Gelenke, Wirbelsäulen. Arztbesprechung an einem ganz normalen Dienstag. Es ist kurz nach 7 Uhr. Das Team geht jeden Patienten durch, koordiniert den Tagesablauf. Erst dann folgt die Visite. Einer der Patienten ist Karl-Heinz Kressmann. Der Schwäter ist seit mehreren Wochen in Behandlung. Ein vorheriger, weit zurückliegender Unfall aus den 1980er Jahren erschwert den Heilungsprozess. War da schon die Gefäße so gewesen? Und dann haben die aber nur intra durchs Kniegelenk oder von der Hüfte hoch. Das alte OP-Material aus den 1980er Jahren ist schlichtweg gebröckelt. Ich gehe zur Tür und kicke, ob der weg ist, und dann drehe ich mich um, freue mich, auf der Stelle gedreht. Ich bin nicht mal einen Schritt gemacht, gar nicht. Und dann hat sich dann diese Nagel geöffnet. Da ist ein, wie nennt man das hier, so ein, das geht von alleine dann auf. Da ist ja so eine Sollbruchstelle, war das, und die hat sich einfach gelöst und der Bums war auf. Und das war nicht zum Lachen. Ich bin dann noch zu meinem Tisch gehumpelt und habe gedacht, ich habe verstaucht. Nur verstaucht, ach, das geht gleich wieder, verstaucht. Und dann merke ich, nee, das. Und dann habe ich angerufen und dann kamen sie schon. Es folgt ein operativer Eingriff. Inzwischen ist er auf dem Weg der Besserung. Für heute stehen noch Bewegungstherapie und ein Friseurbesuch auf dem Plan. Darauf freut sich der Hausmeister sehr. Ein paar Zimmer weiter wartet Gudrun Matisjak aus Warnitz darauf, dass sie in den OP gebracht wird. Ich habe eine neue Hüfte bekommen. Und das hat nie so richtig geklappt mit dem Laufen, Muskelsache auch. Und nun versuchen wir es nochmal neu. Ich freue mich aber auch auf die OP. Nicht, was danach kommt, aber die Schmerzen, aber dann wird gut, das Laufen. Bis zur OP heißt es noch ein klein wenig warten und nüchtern bleiben. Es ist eine von vielen Hüftoperationen, die zum Alltag der Orthopäden und Unfallchirurgen gehören. Frakturen im Bereich von der Halswirbelsäule bis zum Becken und Sprunggelenk. Ja, da werden dann Operationen durchgeführt bei Frakturen mit Plattenosteosynthesen oder Fixateuren. Und die Frakturen müssen natürlich reponiert werden. Ansonsten machen wir die klassische Endoprothetik. Das heißt also auch, wenn man einen Verschleiß der Gelenke hat, werden Prothesen oder Gelenkersätze im Bereich der Schultern, der Hüfte und der Kniegelenke bei uns durchgeführt. Selten mal im Sprunggelenksbereich oder im Ellenbogenbereich. Kommt seltener vor, machen wir aber auch. Chefarzt Dr. Hallack ist klassischer Unfallchirurg, spezialisiert auf den Gebieten Knieendoprothetik und septische Chirurgie. Wenn man einen Hautdefekt hat, nach einer Osteosyntheseoperation, was gar nicht mal so selten vorkommt, in der Unfallchirurgie, das sind ungefähr 4-5%, ja, das weiß man, dass da septische Verläufe entstehen können durch die Operation, durch die Fraktur, können natürlich Weichteildefekte in diesem Bereich, im Knochenbereich, hauptsächlich im Sprunggelenksbereich entstehen. Und dann kann man Haut verschieben, sodass dieser Knochen oder der Defekt einfach mit normaler Haut gedeckt ist. Während sich Chefarzt Dr. Hallack auf den Weg zur nächsten Hüft-OP begibt, übt Karl-Heinz Kressmann auf dem Stationsgang Laufen. Heute geht mir glänzen. So gut geht mir doch gar nicht wie heute. Ja, ich wollte in Rente gehen. Das ist ja der Witz.
Ich wollte dieses Jahr noch durchsehen, nächstes Jahr wollte ich in Rente gehen. Aber wahrscheinlich ändert sich das alles jetzt mit mal durch, jetzt passiert ist. Es wird sein, dass ich dann vielleicht früher gehe oder sagen, ja, du kannst nur ein bisschen machen. Muss man erstmal selber in Schwung kommen. Auf seinen Friseurbesuch freut sich der Schwede schon seit Tagen. Der Rollstuhl ist dabei kein Hindernis. Wenn die Wunde ideal verheilt ist, geht es für Karl-Heinz Kressmann nach Hause. Im OP ist inzwischen alles startklar für den Eingriff, für die Hüftoperation. Wir ersetzen jetzt das Hüftgelenk bei der Dame, weil sie eine Coxarthrose hat. Ja, das ist für die Patientin schon eine aufwendige Operation und belastende Operation, aber für uns Routine, weil wir das öfters machen. Da muss man das Gelenk eröffnen, den Hüftkopf rausholen, die Pfanne fräsen und den Hüftkopf und die Pfanne ersetzen durch Implantate. Heute operiert Oberärztin Stefanie Schneider. Sie ist eine von wenigen Frauen auf diesem Fachgebiet. Hochkonzentriert, mit einer gewissen Kraftanstrengung, technischem Geschick und medizinischem Fachverstand. Können die Ärzte auch dieser Patientin helfen? Was genau passiert während der OP und wie geht es Gudrun Matisiak nach dem Eingriff? Das alles sehen Sie in der nächsten Folge durch Mark und Bein, die Ärzte, Schwestern und Therapeuten des Asklepios Klinikum Uckermark.